Hallo und wieder herzlich willkommen in meinem Channel. Schon ziemlich zu Beginn der Reihe der Vorstellungen meiner Sammlung, nämlich im Beitrag 3, habe ich euch diese Bergfels aus Tirol vorgestellt. Eine einzigartige, in Österreich hergestellte Gitarre. Aber die zeige ich euch natürlich nicht nochmal. Ich habe weitere Bergfels erworben und ich bin ganz begeistert von diesen Gitarren. Und darum zeige ich euch heute eine andere Bergfels Arch. Das ist die Gitarre, die ich euch heute zeigen möchte. Eben auch eine Bergfels Arch. Stefan Kirchner in Tirol macht ja seit vielen Jahren jetzt diese Gitarren und das war einer der allerersten. Er denkt sogar, dass das die erste Arch war, die er gebaut hat, nämlich im Jahr 2008. Bergfels macht ja unterschiedlichste Gitarren, von ganz verrückten Einzelstücken auf Sonderbestellung bis hin zu Interpretationen von 59er Les Pauls und dann eben auch Kleinserien wie diese Arch, ein eigenständiges Modell, das von Stefan Kirchner entworfen wurde. Aber trotzdem, es gibt, glaube ich, keine zwei gleichen Bergfels. Die sind alle sehr individuell gemacht. Und diese besondere Arch war nicht nur die erste, sondern das war auch die ganz persönliche Gitarre von Stefan Kirchner, die er lange Zeit in seiner Rockband gespielt hat. Vor einiger Zeit hat er sie überarbeitet und die Elektronik ein wenig umgebaut, aber dazu erzähle ich euch nachher noch mehr. Wie immer gibt es bei Bergfels eine wirklich beeindruckende Auswahl an Edelhölzern. In dem Fall eine Flamed Maple Tecke, also aus Ahorn, und auch auf der Rückseite wurde eine Ahorndecke aufgebracht. Und allein diese Details, wenn man sich ansieht, wie das Elektrofach hier aus demselben Material herausgearbeitet wurde, das ist also schon wirklich ganz fein. Man sieht an den Kanten das natürliche Binding, das dadurch entsteht, dass die Ahorndecke, die dicke Ahorndecke hier sichtbar wird. Und wie es beim Arch-Typus eben vorgesehen ist, ist er auch schön ausgeformt, liegt sehr ergonomisch am Körper an und dadurch sieht man hier den Mahagonikorpus durch. Also eine ganz interessante Kombination, die habe ich so in der Form noch bei keiner Gitarre gesehen. Und dazu gibt es einen total edlen Palisanderhals, seidenmatt, greift sich wunderbar an, auch von der Form her, also in den Hals habe ich mich total verliebt, wenn man sich das anschaut, das ist wirklich edel. Dazu auch ein Palisander-Griffbrett, also wunderbare Hölzer. Die Hardware der Gitarre ist sehr hochwertig. Planet Waves, Locking-Mechaniken sind angebracht. Die Saiten sind durch den Korpus geführt. Ganz anders als beispielsweise bei dieser Arch mit dem schönen handgeschnitzten Tailpiece. Also man sieht, zweimal Bergfels Arch ist nicht zweimal die gleiche Gitarre. Auch die Pickups sind vom Feinsten, in dem Fall von Bare Knuckle. Und das ist das Steve Stevens Set, das hier verwendet wurde. Und es wurde bei der letzten Überarbeitung der Gitarre, als sie noch einmal kurz geserviced wurde, auch die Verschaltung geändert. Zuerst hatte sie einen ganz normalen Dreiwegschalter, Hals, Beide und Steg. Und mit dieser speziellen Schaltung hat Stefan Kirchner hier 5 Schaltungsmöglichkeiten möglich gemacht, die sich mit diesem Drehschalter hier bedienen lassen. Ich glaube, was dann wie zu hören ist, auf das gehe ich jetzt nicht ein, das führt jetzt zu weit. Aber hören wir uns diese wunderbare Gitarre doch vielleicht einmal an. Wer also eine wirkliche Qualitätsgitarre sucht und einmal nicht nur die ganz großen Namen möchte, sondern was wirklich individuell ist, der sollte sich die Bergfels anschauen. Das ist schon ganz was Besonderes. Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Stefan Kircher hat in letzter Zeit einen neuen Bergstand entwickelt. Ein Gitarrenständer aus Holz, der mit Lederbändern eingefasst ist, die rutschsicher sein sollen. Und mit diesem wunderbaren Bergstand ist der Proberaum hier noch schöner geworden. Man kann ihn in verschiedenen Holzsorten bestellen, mit verschiedenen Lederfarben,
Ob mit 3, mit 5, mit 7 Gitarren, mit Akustik, mit Elektrik. Finde ich eine ganz tolle Sache. Und man sieht ihn jetzt hier im Bild nicht so gut. Wir blenden euch Bilder ein. Also auch der Bergstand vom Bergfels eine gute Idee. Manchmal ist es doch gut, im eigenen Land zu kaufen und nicht nur Dinge zu importieren. Bei Bergfels macht man damit nichts falsch. Das ist jetzt keine Werbeeinschaltung, sondern das meine ich ganz ernst und ich bin kein Werbeträger jetzt von Bergfels. Das ist wirklich meine Überzeugung. Also danke, dass ihr dabei wart und schaut wieder rein bei der nächsten Folge. Tschüss.